Heute machen wir eine Nusstart aus Macadamia-Nüssen. Ich habe jetzt hier einen Vollkorn-Mürbteig. Mürbteig, auch Vollkorn-Mürbteig, gibt es extra Videos für. Werde ich euch über der Rezeptur verlinken. Rollt den nicht zu dünn. Ich habe jetzt hier extra so eine haushaltsübliche Springform genommen, weil mir letztens gesagt wurde, ich möchte doch bitte mit weniger professionellen Equipment arbeiten, damit ihr das alles nachmachen könnt. Deswegen hier so eine haushaltsübliche Springform, wie ihr sie im Endeffekt überall kriegt. So, jetzt haben wir ja hier den Mürbteigboden. Wenn nachher meine Macadamia-Nüsse hier reinkommen, würden die am Rand ankleben. Deswegen nehme ich mir jetzt so einen Rest von dem Mürbteig und rolle mir circa so eine 1 cm lange Wurst und lege die praktisch innen auf den Mürbteig um den Rand rum. Das werdet ihr sicherlich nicht in einem Stück schaffen. Es ist nicht schlimm, wenn es jetzt gestückelt ist, sieht man nachher nicht. So, diese jetzt einfach am Rand so richtig fest drücken, dass sie so richtig so ein bisschen, so einen guten Zentimeter auch nach oben geht. Weil sie wird beim Backen eh so ein bisschen zurückrutschen. Es sei denn, man backt dieses blind. Blind heißt mit Erbsen füllen oder irgendwelchen anderen Sachen. Ist nicht unbedingt so notwendig. So, ich hoffe, ihr seht es jetzt. So ein bisschen leicht hochgedrückt. Diesen Mürbteig werden wir jetzt bei guten 220, 230 Grad leicht vorbacken. Er soll nur leicht vorgebacken sein. Nicht zu braun, sondern an einigen Stellen, die dünn sind, kann es so ein bisschen braun werden. Das reicht vollkommen aus. Oft sage ich ja, man kann den Kuchen schon in den Ofen schieben, der muss nicht vorgeheizt sein, weil die volle Temperatur haben. Beim Käsekuchen ist es zum Beispiel so, oder beim Sandkuchen, da ist es auch relativ unwichtig, ob der nun schon seine 200 Grad hat oder erst 150. Bei diesem Mürbteig ist es wichtig, dass der wirklich absolut warm ist, der Ofen. Aus dem einfachen Grund, weil wenn der jetzt nur 130, 140 Grad hat oder auch nur 100 Grad, und der kommt in den Ofen rein, würde der Mürbteig eventuell noch hier so ein bisschen runterrutschen am Rand. Deswegen möglichst gleich heiß anbacken. Man könnte sogar, was in der professionellen Konditorei oft gemacht wird, wenn die Ränder jetzt noch höher werden, dass man den vorher komplett eingefroren hat und gefroren in den Ofen schiebt. Auch dann backt der mehr oder weniger außen schon an, innen ist es noch gefroren und stabilisiert die ganze Sache und rutscht nicht runter. Ist hier bei diesen Zentimeter nicht erforderlich. Nur einfach so zur Information. Also Ofen richtig vorgeheizt haben. Ich hoffe, ich langweile euch jetzt nicht mit irgendwelchem Fachwissen. Aber ich finde schon, dass ihr wissen sollt, warum wir jetzt den Ofen so heiß machen und vorheizen. So, ich habe jetzt euch den Backprozess nicht gezeigt, weil es so ähnlich, als wenn man Farbe beim Trocknen filmt, nicht so interessant. Wie gesagt, leicht angebräunt. Das ist hier schon fast eine Stufe zu Stoll. Wenn es geht, noch ein bisschen heller. Mein Boden ist jetzt völlig ausgekühlt. Jetzt nehme ich den Ring mal ab. Im Endeffekt nur dafür, damit ihr besser sehen könnt, da ich nachher wirklich Nuss an Nuss haben will, werde ich Folgendes machen. Ich kippe erstmal meine Nüsse, die ich jetzt hier habe, rauf. Und zwar so viel, dass sie wirklich Nuss an Nuss liegen. So, das sind hier bei mir ca. 350 Gramm. Es kann bei euch natürlich wesentlich mehr oder auch weniger sein. Kommt immer darauf an, wie stark der Durchmesser oder wie der Durchmesser eurer Form war. Die kommen jetzt wieder runter und der Ring kommt wieder rauf. Weil wir werden nachher auch in dem Ring backen. Ist sicherer.
Jetzt kommen wir zu der Masse. Normalerweise würde ich die jetzt in so einem Topf kochen. Da seht ihr es aber schlechter. Deswegen nehme ich jetzt eine Pfanne. Ich wiege jetzt auch die Zutaten direkt in die Pfanne. Jetzt meine Sahne, meine Butter, meinen Zucker und mein Glukosesirup. Glukosesirup ist dafür da, dass die Masse nachher schön glänzt. Würde man den weglassen, kann es passieren, dass der Zucker nachher beim Backen bzw. nach dem Backen auskristallisiert. Solltet ihr keinen Glukosesirup haben, lasst ihn notfalls weg. Wie gesagt, es kann dann passieren, dass der Zucker auskristallisiert und die Tarte nicht so schön glänzt. Diesen Glukosesirup gibt es bei Amazon, werde ich euch unter dem Rezept verlinken. Um den jetzt da rauszunehmen, macht ihr einfach eure Hand so ein bisschen nass und nehmt euch hier so ein walnussgroßes Stück raus. Das sind ungefähr, ich schätze mal, gute 10 Gramm. Wenn ihr jetzt nach Glukosesirup googelt, werdet ihr etliche Rezepte finden, gerade YouTube-Videos, welche Traubenzucker und Wasser mischen und es dann eine Weile kochen. Dieses ist kein Glukosesirup in diesem Sinne. Dieser wird aus Stärke gewonnen und irgendwie mit Säure gekocht. Genaue Vorgehensweise weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass diese selbstgemachten Rezepturen nicht funktionieren. Also vertraut da nicht drauf. Holt euch lieber sowas oder lasst es komplett weg. Es gibt da immer wieder Schlauberger, die sowas behaupten mit dem Selbermachen und Glukosesirup. Vergesst es. Jetzt setzen wir das alles auf den Herd und kochen die Masse. Die wird zu Anfang relativ hell sein und wird dann mit der Zeit auch dicker und wird auch ein bisschen dunkler. Ich zeige euch aber, wie weit ihr diese kochen müsst. Wer jetzt zum Beispiel noch einen leichten Honiggeschmack haben will, kann hier auch noch einen Löffel Honig mit reingeben. Ich mache es nicht. Einfach kochen lassen. Was passiert da jetzt? Das Wasser aus der Sahne bzw. auch aus der Butter verdunstet langsam. Der Zucker und das Fett verbinden sich und karamellisieren. Umso länger man es kocht, umso mehr, will ich jetzt nicht sagen, verbrennt der Zucker, aber umso dunkler wird er. Deswegen wird auch die Masse dunkler. So, circa nach 2 Minuten kochen. Ihr seht, immer noch recht dünn. Und wenn man jetzt am Rand so geht und so was wegnimmt, sieht man, dass die Masse sich noch nicht so richtig vom Rand löst. Das wird nachher, nach einer Kochzeit von circa 10 Minuten, anders sein. So, wir haben jetzt eine Kochzeit von circa 10 Minuten. Haltet euch aber nicht an den 10 Minuten fest. Ihr seht, ihr müsst euch die Masse angucken. Ihr müsst so ein bisschen sich angedickt haben. Ihr seht, wie sie sich vom Rand löst. Und sie ist auch ein bisschen dunkler geworden. So, jetzt stellen wir das einfach aus. Und geben unsere Nüsse unter. Wer sich gewundert hat, dass ich jetzt hier bei der Masse kein Salz zugenommen habe. Ich habe ja immer mal gesagt, überall wo was Süßes dran ist, muss auch Salz dran. Liegt es daran, weil die Nüsse gesalzen sind. Die bringen also genug Salz mit. So, diese Masse füllen wir jetzt in unsere Form. Verteilen diese einfach. Und geben diese auf unser Backblech. Ich habe hier jetzt extra so eine Silikonmatte untergepackt, weil es kann sein, je nachdem wie dicht eure Springform ist, dass hier so ein bisschen Masse rausläuft. Und die kriegt man dann relativ schwer ab. Deswegen die Silikonmatte, die ich im Endeffekt überall unterlege. So, diese Tarte schieben wir jetzt in den Ofen. Mittlere Schiene. Oberhitze, Unterhitze, 200 bis 220 Grad. Durch den hohen Ring seht ihr leider jetzt nicht so viel. Aber ich werde euch mal erzählen, was da jetzt passiert beim Backprozess.
eine Verkleisterung von Stärke oder so kann natürlich nicht passieren wie bei einem normalen anderen Brot oder beim Kuchen, weil haben wir ja nicht drin. Diese Masse wird jetzt, diese Karamellmasse wird jetzt anfangen wieder zu kochen. Dabei wird sie natürlich weiter Wasser verlieren und noch mehr karamellisieren und die Farbe verändern. Wir backen diese Masse oder diese Tarte im Endeffekt jetzt rein nach Optik. Das heißt, wenn sie einen Bräunungsgrad erreicht hat, heller als rehbraun, nehmen wir sie raus. Dann ist hier noch Wasser aus der Karamellmasse verdunstet und sie wird richtig hart nachher beim Abkühlen. Diesen Prozess werdet ihr jetzt im Zeitraffer sehen. So, nach ca. 20 Minuten ist mein gewünschter Bräunungsgrad erreicht. Es kann bei euch durchaus schneller gehen oder auch länger dauern. Kommt immer auf den Ofen an, Temperatur, wie ist der Thermostat kalibriert. Ja, kam raus. So sollte es sein vom Bräunungsgrad. Sie ist immerhin noch heller als die Backmatte. Macht ihr sie zu hell, kann es sein, dass die Masse nicht richtig fest wird nachher. Macht ihr sie zu dunkel, wird die Masse eventuell zu hart werden, beziehungsweise auch bitter, weil dann schon leicht ins Verbrennen geht. So, bevor die jetzt komplett ausgekühlt ist, vorsichtig den Ring öffnen. Wenn ihr Glück habt, geht es auch wunderbar ab. Ansonsten vorsichtig mit dem Messer außen lang fahren. Vorsichtig lösen. Das macht sich, wenn die so ein bisschen lauern, ist noch ganz gut, weil da bricht sie nicht, weil man kann sie noch bewegen. Was, wenn sie komplett ausgekühlt ist, geht dieses nicht mehr. Und am besten auch noch in lauwarmen Zustand schneiden, weil auch hier, wenn sie komplett ausgekühlt ist, könnte sie brechen. Ich nehme jetzt hier mein extrem scharfes Güdemesser. So, in der Mitte ist, sie seht ihr, noch so leicht flüssig. Es geht aber weg, sobald sie erkaltet ist. So, jetzt wollen wir mal ein zweites Stück abschneiden. Das erste Stück hat die Brut sich schon gegriffen. Ziehen wir am Anschnitt. Ich hoffe, die Kamera steht scharf. Hier nun meine fertige Nusstarte. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt noch irgendwie Fragen haben oder Anregungen, was ich für euch als nächstes backen soll, dann hinterlasst doch bitte diese in den Kommentaren. Ich werde versuchen, dieses dann möglichst bald für euch umzusetzen. Danke sehr!